Das ist ein Klassenzimmer in der Ganztagsschule in Marleben. Mit wenigen Handgriffen wird daraus ein moderner Computerraum, denn ohne Kenntnisse im Umgang mit dem Rechner geht es heute nicht. Und jetzt gibt es finanzielle Unterstützung, um die Computerkabinette noch besser auszurüsten. Gut, kann man jetzt sagen, es gibt kaum ein Kind, das nicht zu Hause Zugriff auf einen Computer hat, aber der Umgang mit modernen Informationsmedien will gelernt sein und deshalb gibt es dafür extra Fördermittel. Das sind hier EU-Mittel, die wir aufgrund der laufenden Förderperiode haben, mit ca. knapp 3 Millionen. Das sind die ersten Förderbescheide und wir sind wirklich zufrieden, dass wir diese Gelder so einsetzen können und da schulen natürlich auch die Landesmittel mit. Ich habe gerade so aufgeschnappt, dass die Bedingungen in den einzelnen Schulen und in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich sind. Meine Erfahrung sagt, Fördermittelrichtlinien sind eigentlich immer sehr eng und sehr konkret. Da müssen Sie doch relativ weit Ihre Bewertungskriterien spannen. Ja. Also wir haben ja eine Multimedia-Richtlinie, das ist die Grundlage und es ist zutreffend, auch die muss überarbeitet werden, um auf die ganz unterschiedlichen, sage ich mal, Voraussetzungen, die wir vorfinden, dann auch reagieren zu können. Es gibt Schulen, die sind wirklich sehr, sehr weit ausgestattet. Wir haben hier eine Schule, die wirklich schon sehr weit ist, auch innerhalb der Gemeinde, sage ich mal, durch die Vernetzung schon hier die Voraussetzungen schafft. Andere Schulen sind noch lange nicht so weit. Das heißt, diese Richtlinie muss sehr, sehr weit geöffnet sein. Und das ist die Übergabe der Fördermittelbescheide an die Gemeinde Barleben und die Schulbehörde in Haldensleben. Der Vertreter des Landkreises bekommt den Fördermittelbescheid über 244.000 Euro, um damit an unterschiedlichen Standorten Grundlagen zu schaffen. Die Gemeinde Barleben bekommt einen Fördermittelbescheid über 120.000 Euro, dazu noch die vorgeschriebene Eigenfinanzierung. Was wird mit dem Geld gemacht? Es ist natürlich richtig, dass die Sekundarschule bzw. die Ganztagsschule hier am Standort sehr gut ausgerüstet ist. Das ist aber der Stand von 2007 und die technische Entwicklung hat sich natürlich in den letzten Jahren wesentlich fortschreitend dargestellt. Und dazu müssen natürlich dann entsprechende technische Maßnahmen nachgelegt werden. Was sind das für technische Maßnahmen? Zum Beispiel könnte ich mir verbesserte Internetanbindung vorstellen. Genau, das ist ein Punkt, der mit dem Förderbescheid von der IB und vom Ministerium abgearbeitet werden soll. Denn eine breitbandige Internetanbindung ist für die Schulkabinette und für den Unterricht natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung. Da fällt mir als erstes ein, wer im Internet nicht aufpasst, hat sich ganz schnell irgendwelche Schadsoftware eingefangen. Wie wird denn da vorgebeugt? Denn Sie wissen ja nicht, was 24 Kinder an einem Computer so veranstalten. Das ist natürlich korrekt und deswegen ist ja auch das Verwaltungsnetz und das Schulnetz zu trennen. Und das ist auch ein Bestandteil des entsprechenden Maßnahmenkatalogs, der hier durchgesetzt werden soll. Und da werden natürlich auch Sicherheitsmaßnahmen greifen, die wir in der Gemeinde Barleben sowieso einsetzen, aber dann auch auf die Schule reproduzieren können. Und dass hier denn letztendlich ein Eingriff in irgendwelche Webseiten getan wird, der dann nicht zulässig ist, das werden wir natürlich dadurch vermeiden und das tun wir auch schon jetzt. Zum Schluss noch das Foto für die Kollegen von der Presse, denn das ist der Beginn der Fördermittelperiode. Insgesamt, so hatte es der Staatssekretär eingangs gesagt, stehen 3 Millionen Euro zur Verfügung, die in die Computerkabinette der Schulen des Landes investiert werden können.